Hohoho, it's good to see you again. Moin moin Leute und ein ganz ganz liebes herzlich willkommen zurück zu Hearthping Heroes of Warcraft. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich bisher mit den Quests nicht so richtig glücklich war. Also hier nochmal die herzliche Einladung, dass wir das gerne zusammen machen, falls ihr da auch 80 Gold haben wollt. Das ist ja einfach nur so for fun gegeneinander spielen. Ich glaube, es gibt inzwischen auch die Funktion, dass man sich gegenseitig Decks ausleihen kann. Also da würde ich sogar eines meiner Premium-Decks... Ach, Quatsch. Also könnten wir gucken, wenn ihr da Bock drauf hättet. Ja, Rogue, Victory und Shaman Mastery. Das könnte ich vielleicht in Wild noch mehr erledigen, aber das tauschen wir mal aus hier. Spell Mastery, cast 25 Spells. Ja, alles klar. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Wir stürzen uns wieder in die Ladder. Hier ignorieren einfach die fröhlichen Frühlingspuschel vom Nobelgartenfest, die hier durch die Gegend fliegen. Und ja, ihr seht also, ich habe ein bisschen gespielt seit dem letzten Mal, aber auch nicht jetzt so richtig dolle viel weiter. Das ist immer bei mir, wenn die Woche anfängt, ist immer knüppeldicke viel los. Und jetzt, wo es so langsam Richtung Wochenende geht, da kann ich mal wieder ein bisschen aufnehmen. Wir machen einfach hier mit dem Odadin weiter, also diesem Paladin, der die besondere Mechanik hat, Baku the Moon Eater. Er gibt uns eine bessere Heldenfähigkeit, aber als Preis sozusagen zahlen wir, dass wir nur ungerade Karten im Deck haben. Also Karten mit ungeraden Mana-Kosten. Das ist ein schnelles und aggressives Deck. Also liegt mir total, auch so von meinem Wesen her. Ne? Man kennt ja die Aggressivität von Pinguinen. Uther versus Lunara. Und wir spielen gegen den Druiden. The forest fights back. I will fight with honor. Lunara! Dass sie ihr hier so eine tiefe Stimme gegeben haben, finde ich erstaunlich. Denn ich glaube, bei Heroes of the Storm hat sie doch diese etwas fiese hohe Stimme, oder? Oder haben Foxen und Schafen und ich uns die nur ausgedacht? Vielleicht haben wir uns die auch nur ausgedacht. Nee, niemand. Gar und niemand. Happy Noble Garden, Champion. Ja, warum nicht? Pock, 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 pock. Ei, 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 ei. Na, komm, komm. Let's see. Ah ja. Gut, da ist nichts Aufregendes passiert. Ja, das ist doch nett. Das gibt uns Tempo und macht uns verwundbar gegenüber Swipe. Also genau, was wir wollen eigentlich. Und jetzt kommt der Vulkan. Passt auf. Ja. Na, wenn das nicht erhebend ist, dann weiß ich aber auch nicht. So. Schwupps. Repent. Das heißt, bereue oder kehr um oder tu Buße. Tu Buße vielleicht, oder? Ich finde, tu Buße passt sehr gut hier zu dieser freundlichen, rechtschaffenen Beschützerin. Na, ja, der wird Swipe auf der Hand haben, oder? Das denke ich aber mal stark. Das heißt, wir committen uns jetzt auch nicht zu stark. Es ist nur die Frage, ob wir zwei von denen spielen wollen oder ob wir den Stonehill... Vielleicht spielen wir einfach den Stonehill, oder? Ich meine, den brauchen wir ja für sich genommen sowieso nicht so sehr. Das ist... Ich mag den ja sehr, aber gegen Druiden, die ziehen immer so gerne irgendwie Karten, oder? So mit Nourish und mit Ultimate Infestation. Und vielleicht ist Tyrion dann eher unser Freund, auch wenn er natürlich ein bisschen länger braucht, oder? Ach komm, Gritzli. Gritzli-Action. Das war jetzt der typische Ruf eines Grizzlies. Das ist nicht zu verwechseln mit einer nicht ordentlich zugeschraubten Kaffeekanne. Die machen das ja auch manchmal, aber da ist es langsamer. Niemals verwechseln. Also, wenn ihr im Wald hört, wisst ihr, dass ihr in Sicherheit seid, weil es eine nur nicht richtig zugeschraubte Kaffeekanne ist. Während wenn ihr hört, euch schnell auf die Hinterbeine stellt, falls ihr Tiere seid, die normalerweise auf vier Beinen laufen. Und, aha, Schottdoll. Und zuseht, dass ihr Land gewinnt. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier machen. Also, wir müssen da drei Schaden reindrücken und wir können... haben da verschiedene Mittel jetzt, wobei der da ineffizient wäre. Sollen wir es einfach so machen? So. Also irgendwie müssen wir ja durch, denke ich so bei mir. Und dann können wir noch, vielleicht... Wollen wir noch eine Firefly? Klar, wir kriegen ja ein Fire Elemental dafür.
Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich weiß bisher noch nicht so richtig, ist das ein Taunt-Druid jetzt? Oder ist das ein Spiteful-Druid? Ich glaube nämlich, dass die eigentlich sich relativ ähnlich sind so im Deck, aber ich müsste mich damit mal ernsthaft beschäftigen, also so ist es nicht. Ich müsste mal hier die offizielle amtliche Ladder-Statistik lesen. Und ja, mach das doch ruhig. Und mich da durchstudieren und dann eigene Beobachtungen da mit der Kurve und so, ne, wie man das in der Schule gelernt hat. Aber ich bin nicht so richtig dolle Lust drauf, muss ich sagen. Oi. Oi, oi. Was ist denn jetzt? Also das ist ein Safe Play. Denke ich. Ja, machen wir so, oder? Machen wir einfach so. Ich merke, was er brüllt. Mushroom Power! Der klingt so ein bisschen wie Toadie aus der Gummibären. Kennt ihr noch? Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Und da gab es auch diesen Toadie. Das war dieser treue Diener von Herzog Ickzorn. Auch schon ein toller Name, oder? Herzog Ickzorn. Und der sprach doch auch immer so. Herzog rein. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Na. Das ist jetzt nicht super, aber wisst ihr, ich denke, ist doch das Beste, was wir jetzt machen können. Diddle di di dili. Ah, er hat natürlich noch einen auf der Hand. Ja, das ist ganz gut für ihn, wa? 6 Karten, das heißt, das wären 3 Sechser. Ist ja nicht super geil, muss man mal sagen, ne? Ist nicht super geil. Dadurch kommen wir jetzt erstmal nicht. Was machen wir denn da? Das nützt uns jetzt auch nicht so super viel. Wir machen uns den erstmal billig hier. Und spielen den. Die gute Frau spielen wir auch. 6 Karten. Wir haben gerade 5. Ich denke gerade so, ob wir einfach, wisst ihr, so ein bisschen ziehen, aber so richtig lohnt sich das nicht. Ja, so, sollen wir den einfach spielen? Als 3-6er? Ich glaube, viel besser wird er auch nicht mehr. Ja, okay, machen wir mal. Machen wir mal einfach. Wenn er damit reintradet, dann können wir mit unserem Purifier's Maul den da wegmachen. Und wenn er das nicht macht, fällt uns auch irgendwas Schönes ein. Und das ist ein Taunt-Druid, oder? Ich meine, das ist alles irgendwie mega Taunt. Ja, das ist natürlich schwierig für uns da durchzukommen dann. So. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel ihn hier spielen. Und wie viel kriegen wir dann weg? 2, ne? Die beiden kriegen wir dann weg. Oder wir spielen das hier. Gefällt mir irgendwie besser, so intuitiv. Wisst ihr? Also, dann können wir... Habe ich gesagt, wir kriegen 2 weg? Ach doch, wir kriegen 2 weg, genau. Also, wir tauschen so und so. Und wir tauschen so. Der ist doch gar nicht weg, was rede ich denn? Dumm. Das war echt jetzt dumm. Ah, machst du nicht viel. Konnte ich wieder nicht zählen, ne? Ja, das ist ein bisschen was, das killt mich an diesem Deck manchmal, dass ich selbstständig rechnen muss. Und hier gar keine kleine Taschenrechner-App hab. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Boah, kennt ihr noch den Taschenrechner aus Windows? Ich meine, den gibt's ja immer noch. Aber früher, als man noch nicht so richtig was zum Spielen hatte... Naturalize. Aha.
macht er das denn? Leute, könnt ihr euch das erklären, warum er das jetzt gemacht hat? Reporting for duty. Denn, ich denke gerade so bei mir, das hat ihm doch eigentlich gar nicht viel gebracht. Gehen wir all in? Machen wir, ne? Also wir traden jetzt die beiden da rein. Spielen nochmal Lost in the Jungle und spielen dann Level Up. Und sagen mal, hallo. Ja, also als man noch nicht so richtig was zu spielen hat, hat man ja auch mit den einfachen Anwendungsprogrammen rumgespielt. So, also für mich war das ganz toll, dann konnte man so umschalten von Standard zu wissenschaftlich. Was hast du jetzt, was an allen zwei Schaden macht? Hast du nicht, ne? Von Standard zu wissenschaftlich. Und, Und dann konnte man da so mit Klammern und irgendwie mit Wurzel, also keine Ahnung, was das war, ne? Ich war ja klein und dumm. Aber mit Wurzel dann so. Und ja, das war schon super geil. Ich bin so ein bisschen, also auf der einen Seite liebe ich natürlich meine kleinen Silverhand Recruits hier, erst recht, wenn die geupgradet sind, aber ich finde, wir sind schon so ein bisschen low on health. Und deswegen möchte ich das jetzt eigentlich ungern machen. Ich tausche mal zwei da rein. Und wer weiß auch, was der hier jetzt noch hat, so an Lich King-Karten. Da hat er ja zwei von bekommen, das heißt, das könnte jetzt Death and Decay sein oder... wisst ihr, diese Sachen, von denen man nicht will, dass sie da sind, aber sie sind dann plötzlich da. Und dann spielt er die und dann hatte man gar nichts davon, diese 8 Schaden ins Gesicht zu nehmen. Oder hätte ich die nehmen sollen? Also ich bin ja nicht, ich bin ja kein Pro-Gamer und so. Also wenn euch was auffällt und ihr habt ja Bock drauf, mir das zu sagen, dann... Second Swipe out. Ist aber nicht ganz so schlimm, denn wir können ja... Also das waren jetzt ja quasi, alles Minions, die... Also wäre natürlich toll gewesen, wir hätten die behalten, aber die kriegen wir ja wieder. Wir kriegen ja jetzt... Hier kriegen wir was wieder. Und hier kriegen wir was wieder. Und dann ist das Board ja schon wieder voll. Und wir können vielleicht... der Dinge harren, die da kommen... Nee, wir wollen ihm jetzt den Schaden drücken, ne? So. Das so machen. So. So, beide Swipes sind draußen. Beide Primordial Drakes sind draußen. Er hat einen Naturalize auf einen von uns benutzt. Das hat mich ein bisschen erstaunt, denn eigentlich will er ja Hadronox und Naturalize zusammenspielen, damit er seinen Hadronox selbst triggern kann. Dann kriegt er alle... Taunt Minions wieder, die er gespielt hatte in dieser Partie. Und das will er ja eigentlich. Aha. Ooze. Und jetzt macht er es so. Okay. Das ist für uns gar kein schlechtes Zeichen, glaube ich, weil er sich unter Druck gesetzt fühlt. Und das ist im Grunde genommen, was wir wollen. So. Also, For justice. So. Dudeldum. Warte mal, wie rum spiele ich das jetzt? Wieder das alte Ping-Problem. Also, den nehme ich so. Reporting for duty. Andalet! Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Ja, wir müssen immer quickly moven. Ja, habe ich nur so das Gefühl. Oder haben sie die Zugdauer verkürzt? Irgendwie fühle ich mich gerade mega unter... Jetzt nicht mega unter Stress, aber so ein bisschen unter Zeitdruck, wisst ihr? Dass ich so denke, ich kann gar nicht lang genug... Ultimate Infestation. Ich kann gar nicht lange genug nachdenken. Wie müsste das überhaupt eigentlich? Können wir vielleicht einen unserer... nee, können wir gerade nicht, ne? Ist gerade ein bisschen schwierig hier. Muss ich ein. Okay. Wir haben so viel Torn draußen. Er hat so viel Removal nicht auf dem... Also schon verbraten, dass ich so bei mir denke... probieren wir es einfach mal. Mit Gesicht, 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 Gesicht. Wisst ihr?
Also, wir haben ja Board Control. Ist ja nicht so, als wären wir hier jetzt die armen Hanseln. Und so können wir doch schon mal ein bisschen Schaden anrichten hier. You're running out of cards, actually. Yes, you are. Und ich will auch die 5 Schaden schon wieder nicht ins Gesicht nehmen und ich will jetzt aber nicht zu viele Minions uptraden. Nimmst du Rüstung? Ja klar, Karten ziehen wir jetzt ja nicht. Mhm. So, wir brauchen hier mal was... Mehr so was anderes, Leute. Wisst ihr? Also, mehr so... To battle. Ich denke, die werden wir 1, 2, 3, 4, 5. Ich möchte aber noch diesen Taunt gerne aufs Feld bringen. Deswegen machen wir das mal so. Ja. Hast du nicht. So. Also er hat ja noch seinen Hadronox. Aber ich weiß gerade nicht, wie er die triggern könnte. Ist er? Dann wenn er jetzt so lange hier in meine kleinen Viecher reinläuft, bis er den geknackt hat, dann kann er also auch bis übermorgen und noch weiter hier reinlaufen, ne? Das ist dann ohne weiteres möglich. You can't win them all, indeed. Aber wir hätten jetzt sowieso, glaube ich, gewonnen hier mit dem Schaden. Ja, super gut, Leute. Das gefällt mir ganz gut. Und wir haben jetzt so eine knappe Viertelstunde, glaube ich, gehabt. Wir spielen einfach noch eine Partie und hoffen, dass die ein bisschen schneller ist. Also, ich bin ein bisschen überrascht. Normalerweise, wenn ich Offcam spiele, dann bin ich nicht in so langen Partien. Ich glaube, ich habe so eine durchschnittliche Spieldauer von etwa 6-7 Minuten. So, um den Dreh. Und jetzt haben wir irgendwie so lange Partien. Aber da zeigt sich eben auch, dass dieser Paladin, der vorne raus aggressiv aussieht, auch durchaus so Midrange-mäßig unterwegs sein kann. So, du bist was bist du? Du bist ein Secret Mage. Und als Secret Mage spielst du viel den Mana-Würm. Und deswegen will ich was haben, womit ich den gut wegmachen kann. Und deswegen mache ich das so. Na, mal gucken. I love my Tattoo. Tattoo. Was ist ein Tattoo? Ich weiß das gerade nicht, was ein Tattoo ist. So, Purifier's Maul. Sehr, sehr gut. Mhm. Denn wir sind... Und wir haben wieder irgendwen getroffen. Das gefällt mir besonders gut. So. Na, was spielst du für 2 Mana hier? Archaeologist? Klar. Incredible Discovery. So, bisschen ist eine Philosophiefrage. Spielen wir... Spielen wir so, oder? Spielen wir mal so. Hab ich Bock drauf gerade. Bock. So, jetzt läuft er da rein. Wenn wir jetzt Purifier's Maul spielen, dann hat das für uns den großen Vorteil, dass wir jetzt 2 Minions mit Divine Shield auf dem Board haben. Es hätten natürlich mehr sein können. Aber ich habe auch mit der Zeit jetzt gemerkt, dass es mir jedenfalls sympathischer ist, nicht ganz so greedy zu sein. Also nicht so zu denken, boah, und wenn ich jetzt auch die nächsten 20 Runden überlebe, dann habe ich bis dahin 50 Milliarden Minions auf dem Board und dann kann ich damit, sondern dass ich lieber mit dem spiele, was ich habe. Wisst ihr? So, das ist jetzt random entweder Counterspell oder Explosive Runes und ich tippe mal auf Explosive Runes. Ja, alles klar. Wir behalten mal hier die Waffe. Das kann nicht schaden. Und sagen ansonsten Hallo. Er hat keinen richtigen AOE in seinem Deck, wenn er einen typischen Secret Mage spielt. Das bedeutet, er hat keinen Blizzard und er hat auch keinen Flamestrike. Sondern er geht so richtig face, wie wir das jetzt auch sehen hier. Also so richtig. So richtig geil face. Was er da jetzt will, weiß ich nicht so genau. Ja, sollen wir mal das erste Level abspielen? Wir haben ja gleich noch eins. Und er hat noch keinen Counterspell draußen liegen. Ich glaube, das ist mir jetzt lieber. So, denn er denkt jetzt, aha, er hat uns schon wer weiß wie runtergeknüppelt, aber wir sagen jetzt mal so 16. Du bist dran.
Wobei ich sagen muss, dass gleich nach Paladin der Mage mein schlechtestes Matchup ist. Seht ihr, jetzt habe ich mal bewusst hier Level abgespielt, damit wir nicht... Well played. Damit wir von sowas gerade nicht getroffen werden. Und wenn wir viele One-Health-Minions auf dem Board haben, dann kann er uns natürlich damit richtig, richtig fies fertig machen. Aber wenn die sowieso mehr Leben haben, ja, dann gucken wir einfach ganz entspannt hier die aktuelle Schaubude oder so. Ja, Leute, das war's für heute von mir aus mit Hearthping. Ich hoffe, ihr habt selbst ganz viel Spaß beim Laddern oder eigentlich bei was auch immer ihr macht, hoffe ich, dass ihr Spaß habt. Und lasst uns mal ein bisschen dem Himmel winken, dass die Sonne mal wieder rauskommt. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen super tollen Tag, eine gute Nacht oder alles, was gerade gut für euch ist. Und wenn ihr mögt, dann ganz, ganz gerne bis zum nächsten Mal. Also, tschüssi, Leute.